Folge 26 von StarCraft Remastered und wir sind in der Mission Nummer 4, Angriff auf Korhal. Wir sollen Physiklabore zerstören oder feindliche Nuklearsilos. Je nachdem, was wir zerstören, bleibt das andere dann jeweils aber übrig. Und wenn wir die Physiklabore nicht zerstören, dann bleiben die feindlichen Kreuzer übrig. Aber ich habe lieber Kreuzerangriffe als Nuklearangriffe. Aus diesem Grund. Ja, würde ich gern die Nuklearsilos zerstören. Nicht genügend Mineralien. Alles Roger im Kambodscha. Was ein Spruch, oder? Ach, so ein Spruch, Kiefernbruch ist auch ein schöner Spruch. So schöne 80er Jahre Sprüche, die ich heraushau. Ach, die 80s, die waren auch super. Mal ein Versorgungsdepot machen, hä? Die Söhne von Qual. Es läuft doch gerade. Ja, Sir. BDF abflugbereit, Sir. Helm hier zum Dienst. Befehle kämpfen. Nicht genug des Pigas. Also machen wir jetzt unbedingt des Pigas, Leute. Haben wir uns nichts vor. Dieses Geräusch hier, wenn ich das ausgedacht hat, der kann nicht ganz sauber sein. Ohne Witz jetzt. Nicht genug Vespinas. So, erkunden wir doch mal so ein bisschen, was hier die nähere Umgebung uns bringt. Nicht genügend Energie. Sieht ja eigentlich ganz. Commander? Da ist was. So, ich glaube, mehr WBFs brauchen wir jetzt auch gerade nicht. Die können sich ja eigentlich tarnen, das heißt, wir brauchen hier irgendwas so tarnmäßiges noch. Was können wir denn da? Also einen Flugplatz anbauen wahrscheinlich. Aber wir haben noch nicht mal einen Flugplatz, sehe ich gerade. Bereit für die Action. Und bereit für die Action. Wer kennt den Film Action Jackson? Mit dem Apollo Creed. Verstanden. Bereit für die Action. Hat mich jemand angepiept?
Also natürlich nicht mit Apollo Creed selber, sondern mit dem Schauspieler, der Apollo Creed gespielt hat, wobei ich keine Ahnung habe, wie der in Wirklichkeit heißt. Übrigens auch der, der bei Predator mitgespielt hat. Oder Predator. Predator heißt doch eigentlich. Nicht Predator, sondern Predator. Der den FBI oder CIA-Agenten da bei Predator gespielt hat. Immer die gleiche Type. Forschung abgeschlossen. Oh, guck mal. Das ist ja schick. Das ist ja schick. Energie. Forschung abgeschlossen. Bisschen Sanitäterenergie. So, jetzt haben wir drei Sanitäter und jede Menge Marines. Also jede Menge, ich meine, eine gewisse Menge haben wir jetzt. Sagen wir mal so. Oh, da kommt was. Da passiert was. Von da oben kommen sie, okay. Das konnte keiner ahnen. Überwegen. Kommen Sie von da unten. Eieiei. Die sind ja ganz wuschig hier. Der andere Herr schießt alles ab. Da hättest du dich mal unsichtbar machen müssen, mein Freund. Ist doch Mist, was du da machst. Aber da fällt mir nämlich gerade ein, es wäre ganz gut, wenn wir mal so Detektoren hätten. So ist das ja nix hier. Und diese Ghosts, die sind ja schon ein bisschen nervig. So einfach weiß, wer was zu tun hat. Ja, das ist ja wichtig. Wenn der sich unsicher macht, dann stehe ich da. Ich habe gar nichts, um mich zu wehren. Stehe mit runtergelassenen Hosen da und das sieht nicht gut aus. So, dann machen wir einen Waffen. Nee. Ich glaube, wir brauchen erstmal eine Akademie. Nee, die Akademie ist das da. Da doch ein Waffenlager. Hi, dieses Geräusch. So, du kannst weiterhin Versorgungsdepots machen. Das kann, da kann man nie genug von haben. So, in meiner Welt kann man davon nie genug haben. Commander! Alles fertig!
Nochmal einen hier hin. Eine kleine Armee haben wir jetzt schon. Nein! Kann es sein, dass ich einen Großteil meiner Einheiten jetzt gerade verloren habe? Offensichtlich komme ich nicht darum rum, so blöde Bunker zu bauen. Muss das sein? Muss das wirklich sein? Was? Ziel identifiziert wen? Was? Wo? Ja, man muss wohl zum eigenen Schutz, muss man das tun, was man tun muss. Traurig, aber war sowas jetzt früher nicht gegeben, ja. Upgrade fertig. Ja, Sir! Commander! Die werden natürlich jetzt weggeputzt hier von denen. Da gibt's mal nix. Nee, einen Sanitäter brauche ich jetzt nicht drin. Das macht jetzt nicht so viel Sinn. So, und gleich ein weiteres Versorgungsdepot. Warum denn nicht? Ach ja, die Aufbauphase, die zieht sich halt manchmal, gell? Kann ja mal passieren. Ah, schau mal. Schau mal, guck. Upgrade fertig. Dieses, dieses Lager, dieses, das gleicht einer Festung hier. Oh nein! Koordinaten übermitteln.
Genau das habe ich befürchtet. Du Vollidiot, bleib jetzt mal da stehen. Wo soll ich ballern, Sir? Bald habt ihr keine Energie mehr, um euch zu tarnen. Und dann schlägt meine große Stunde. Vielleicht enttarne ich es jetzt aber auch gleich. Koordinaten übermitteln. Basis wird fertig. Alles fertig. Nee. Ich enttarne hier gar nichts. Keine Ahnung, wo diese Penner sind. Das ist ein Shit. So ein Scheißkram. Basis wird angegriffen. Commander? Die enttarnen sich ja nicht. Wo sind denn die? So, welches Gebäude fehlt? Ne, das haben wir. Commander? Basis wird angegriffen. Das wissenschaftliche Institut, warum? Ja, Sir? Ja. Angriffsformation. Zielvektor erfasst. Roger. Angriffsformation. Zielvektor erfasst. Irgendwie lustig, oder? Alles fertig. Möchte fast drüber lachen. Auch nur fast. Was sagt X? Wo sind sie jetzt da? Ah, ist wieder getarnt. Guck mal. Jetzt Schluss mit lustig, mein Freund. Meine Gutmütigkeit ist vorbei. In Bereitschaft. Zielvektor erfasst. Koordinaten empfangen. Ja. Was für ein Vieh. Forscher berichtet. Roger. Commander? Angriffsformation. Roger. Angriffsformation. Zielvektor erfasst. Koordinaten aha. Empfangen. Könnte ich jetzt auch mal angreifen, gell? Abweisung wird angegriffen. Hm.
Koordinaten empfangen. Angriffsformation. Den Audio BBFs kaputt. Ah. Hat mich jemand angepiept? Ja, Commander? Commander? Altes Medizin notfalls angeben. Ach. Irgendwie ist jetzt gerade die Luft raus. Ich bin jetzt auch ein bisschen müde. Ich würde jetzt mal an der Stelle Schluss machen. Ich glaube, ich muss da mal ein bisschen mehr Elan an die Sache rangehen, weil diese Mission, die tröpfelt hier so ein bisschen vor sich hin. Und dass ich hier mal so wirklich was auf die Beine stelle und das ist nicht schön. Der Computer lässt sich zwar auch abknallen, aber das ist ihm auch alles wurscht. Schon interessant das Ganze hier. Naja, also dann meine Freunde, bis zur nächsten großartigen Folge. Ich freue mich auf euch. Macht's gut und tschüss.